Willkommen zum Finale des diesjährigen Krombacher Niedersachsen-Pokals. 4-1-2-3, meine ich. So, Anpfiff. So, und jetzt aber Kevin Coleman. Jetzt ist 4-4 gegen 4. Kama Krasnici im 16er. Und da steht es 1-0, wollte ich gerade sagen, für den BSV Rieden. Und eine richtig geile Aktion von Kama Krasnici. Ah, schlechter Ball hier vom SV Meppen. Coleman gegen Bünning. Ah, da sieht es so aus, als könnte er Lars Bünning nass machen. Sonst ist der Weg zurück sehr, sehr weit. So, Luka Tankulic abgeblockt. Und ich gucke hier gegen einen Pfosten. Wo man damit im Moment ein bisschen aufpassen muss, was man da sagt. Ah, da stehen sich Tomic und Krasnici im Weg. Fassbender. Ah, da ist die erste richtig gute Möglichkeit. Hier sehen wir es nochmal. Ah. Coleman. Gut gespielt auf Popovic. Max Dombrovka. Das ist der Mann für die Standards bislang in der ersten Halbzeit. Auf den zweiten Pfosten, Markus Ballmatt. Ja, da köpft er ihn aufs Tor. Aritonov, Markus Ballmatt hat ein bisschen Zeit auf den zweiten Pfosten. Morgen Fassbender. Die sind dran. Also egal, wer sich da löst aus dem Mittelfeld und entgegenkommt, der hat immer einen Mann, den er abschütteln muss. Feigenspahn. Und niemand hält. Hillmann probiert es einfach mal und Kama Krasnici kriegt den Ball gegen den Kopf. Am Wochenende Panserei und da ist das 1-0 für den BSV Rieden. Wir schreiben die 89. Minute. 1-0 für BSV Rieden. Durch die Nummer 9, Shamsu Manzarei. Und hier sehen wir es nochmal. Nimmt den Ball richtig gut runter. Jumo, dann kommt der Tunnel gegen Christoph Hemmlein. Und mit dem rechten Fuß schießt der eingewechselte Shamsu Manzarei den Ball an Mattes Haßmann vorbei. Das sind natürlich dann auch wichtige Sekunden, die von der Uhr genommen werden können. Manzarei. Ah, schießt den Ball über das Tor. Da ist es geschehen. Der BSV Rieden gewinnt den Krombacher Niedersachsen-Pokal 2022. So, und der heimliche Boss dieses Teams, Adi Vakumenga, darf den Ball zwar nicht berühren heute, aber er darf den Pokal in die Luft recken und da ist auch Kapitän Kama Krasnici. Herzlichen Glückwunsch an den BSV Rieden zum Gewinn des Pokals. Und ich verabschiede mich und wir hören und sehen uns ganz sicher an anderer Stelle wieder. Ich wünsche noch einen schönen Abend und an allen Fans und den Spielern und Verantwortlichen des BSV Rieden herzlichen Glückwunsch. Feiert schön, tschüss, bis demnächst, ciao.